Moin moin liebe Leute und herzlich willkommen zurück bei Let's Play FM13 mit dem Chemnitzer FC. Folge 101, 101, 100 Folgen FM13 mit dem, ja, FM13 Reloaded habe ich es anfangs genannt. Ich würde mal sagen, jetzt kann man mit dem Reloaded ein bisschen abtreten, denn das ist ja das Hauptprojekt hier mittlerweile. Nicht FM13 Reloaded, sondern einfach nur noch FM13, das Let's Play. Mit dem Chemnitzer FC natürlich. Wir sind heute zu Gast im Aufi-Sportpark. Ist ja schön, da hat jemand beim Editieren der Datenbank nicht aufgepasst. Lieben Gruß an die Datenbank-Crew. Genauso wie mit dem DFB-Pokal. Aber okay, soll jetzt nicht weiter schlimm sein. Wir treffen mit unseren Chemnitzern heute nämlich auf Ingolstadt. Im Audi-Sportpark, um es genau zu sagen. Sind wir zu Gast. Haben natürlich wieder eine Menge Fans mit dem Gepäck. Hatten jetzt da nach dem Pokal-Halbfinaleinzug gegen Hannover 96 zweimal... mussten wir da als Verlierer vom Platz gehen. Jeweils 1-2 verloren gegen Augsburg und gegen Abstiegskandidat Aalen. Stehen momentan auf Platz 8. Jetzt heißt es mal wieder, ja, Selbstvertrauen tanken und sagen wir, wir werden das Ding hier heute nicht verlieren. Anpfiff hier, Ingolstadt und gleich mal Janne Bennett, den bei Konstantinos Staphylidis. Na super. Ah, gleich zu Beginn hat er sich wohl ein bisschen vertreten. Wir werden ihn da reinbringen. Euer Push ist zu wertvoll, um ihn hier reinzustellen. Idee ebenso. Ja, da müssen wir einfach auf Schulze zurückgreifen und bringen dafür. Ja, das ist die Frage. Tom Scheffel gleich rein. Bringen wir Tom Scheffel rein? Ach komm, verhelfen wir Tom Scheffel. Nein, Quatsch, Mark Hensel haben wir hier. Ah, ganz übersehen. Unser Kapitän. Kirch geht nach rechts. Hensel natürlich ins Mittelfeld rein. So, gleich mal ein bisschen warm laufen hier. Gleich mit der Bernardino Pais, Staphylidis. Super, nach 4 Minuten der Wechsel. Ein wichtiger Spieler muss vom Feld. Hector auch noch verletzt, ist nicht Verteidiger. Deswegen müssen wir hier ein bisschen umstellen. Almar Kohlen schickt Hofmann jetzt auch, ja, auf den Weg. Der gerät euch noch in Stolpern und wird von Hofstadt vom Ball getrennt. Jetzt! Bangura, es geht hier ein Strafschuss, aller Glück, dass der Schiedsrichter mit einer Plumpengrätsche gegen Fink nicht auf den Punkt zeigt. Schade. Jetzt Freistoß Gabuszewski von der linken Seite, aber verzieht völlig und es geht Abstoß. Meine Güte. Ja, heute auch wieder Gabuszewski mit von der Partie, aber das ist mal das 1-0 für Ingolstadt. Philipp Hofmann, der Schalker Jung. Kajubi mit einer etwas unpräzisen Flanke von links auf. Philipp Hofmann, der den Ball trotzdem aufs Tor bekommt. Herr Müller ist die Sichtversperrige zu spät. Wieder früher Rückstand. Nochmal Ingolstadt. Hier geht es einfach nach vorne. Heiner bedient Kohlen. Der aus 22 Meter versucht, den Ball ins lange Eck zu schlitzen. Müller ist aber auf der Hut und klärt zur Ecke. Leute, Leute, Leute. Bisschen mehr Konzentration verlange ich mal hier heute. Das darf nicht wahr sein. Chris Burke zieht den Feckstoß von der linken Seite vom Tor weg. Der Ball geht aus dem Strafraum heraus und kommt vor die Füße von Jeremy Torjan. Dessen Schuss geht rechts am Tor vorbei. Jetzt Chemnitz. Ecke vom Push, aber Bangura gewinnt das Kopfball auf Kosten einer weiteren Ecke. Nochmal Koya Push, Idee und Bangura liefern sich ein intensives Kopfball, aber der Ingolstädter kann sich letztendlich durchsetzen. Also unsere Mannschaft nicht ganz auf der Höhe. Unsere Entscheidung, Heiner versucht an Kirchen vorbeizugehen. Sollen sie ihn zurufen? Ja, Fester natürlich. Da muss er halt die gelbe Karte in Kauf nehmen. Denn der wäre da durch gewesen. Möglichkeit jetzt für den CFC. Verrückt und Schlafraum. Kleiner Stück den Ball entscheiden. Wegschießen, schnappt sich auf Fahne. Die Kugel und zieht das kurze Distanz ab. Aber Özcan ist da zur Stelle. Mit Glück gewankt der Ball in den Laufweg von Heinal, der den Ball über 30 Meter nach vorne trägt und dann auf Berg passt. Dieser schießt sofort. Hofstetter ist im Weg und klärt zur Ecke. Oder fälscht zur Ecke ab. Eieieiei, meine Güte. So richtig kreativ scheint unser Spiel nach vorne momentan nicht mehr zu sein. Da passiert nichts mehr bis zur Pause. 1-0 führt der FC Ingolstadt hier verdient. Muss man ehrlich gesagt zugestehen. Gegen den CFC. Heute kommt. Wir sind angeschlagen, aber nicht K.O. Spielergespräche. Hofstetter, der Einzige, den man noch loben kann hier. Idee kritisieren wir mal. Da kommt auch zu wenig von ihm. Fink mit motiviert. Gabuszewski auch motivieren. Genauso wie auch dann Afane. So, was gibt es hier an Frische? Gucken wir hier. Schulze bekommt eine Massage. Genauso wie Anton Fink und auch
Idee. Und dann geht's weiter mit Halbzeit 2. Alle warm laufen. Mögliche Verletzungen sind immer statt. Kajubi zieht kurz einen Sprint an und bricht ab, hält den Oberschenkel, schüttelt diesen kurz durch. Dann deutet an, er kann nicht mehr weiterspielen. Naja, Oberschenkelzerrung bei Kajubi, den ehemaligen Wolfsburger, jetzt Ingolstädter. Jetzt mal die Chance hier und ein Lattentreffer für den FCI. Daniel Hofstetter war es auch noch selbst. Denn er will die Ecke klären, trifft dabei die Latte des eigenen Tores. Der beste Mann von uns auch noch mit hier, fast im Eigentor zur Vorentscheidung. Jetzt die Ecke einen Tick zu kurz, kein Problem für Oliver Kirch. Berg schießt den Ball auf den Elfmeterpunkt, gerade so, dass Kömmel nicht weiß, wo rauskommen soll. Morales kommt so zum Kopfball für das Tor, aber um wenige Zentimeter. Und jetzt kommt Christian Eigler rein für Kajubi. Powerplay jetzt in Ingolstadt. Alle Spieler haben sie bestraft und jetzt setzt sich zusammen. Also endlich mal unsere Chemnitzer. Afane, nachschließlich Toyan, kommt zur Flanke. Aber die Flanke ist zu kurz und eine leichte Beute für Bangura, der den Ball weit aus der Flanke rausköpft. Naja, tolles Powerplay gewesen hier. Immer wieder schöne Aktion des FC im Mittelfeld, besonders Alfredo Morales mit großem Laufpensum. Jetzt die Chemnitzer mal wieder. Fink setzt sich gegen Morales durch, spielt steil auf ED, doch Özcan aufgepasst und klärt ihn vor dem Angreifer der Chemnitzer. Dann werden wir jetzt den nächsten Wechsel auf den Weg bringen. Ja, für Ronny Gabuszewski wird nämlich Benny Förster in die Partie kommen. ED rückt ins Mittelfeld. Zurück. Und wir müssen mehr Durchschlusskraft davon haben. Einsatz geht hoch. Pressing ebenfalls. Kommt, Leute. Jetzt muss hier was kommen. Chemnitz nochmal. Guter Griff. Angriff des CFC, aber Förster ist dafür zu unkonzentriert. Sein schwacher Schuss geht klar am Tor vorbei. Oh gut, bereiten wir den dritten Wechsel vor. Und zwar Steffen Prokop wird ins Spiel kommen. Hatte ich zumindest so vor. Ja, gut, da muss jetzt Kapitän Mark Hensel noch rauben. Denn wir wollen ja noch ein bisschen mehr Offensive mit Durchschnittskraft in der Offensive haben. Deswegen muss jetzt Kapitän Mark Hensel rauben. Keinesfalls Leistungs. Ist wirklich bitter für ihn, jetzt hier so früh raus zu müssen wieder. Nachdem er ja ganz früh eingewechselt wurde. Mark Hensel. Also das ist natürlich jetzt eine ganz kuriose Geschichte, aber manchmal geht es aus taktischen Gründen halt nicht ganz anders. Jetzt müssen wir also jetzt die offensive Spielweise suchen. Prokop rein für den Kapitän. Er ist momentan wirklich so ein bisschen auf dem Sprung. Das ist auf dem Sprung, also ein bisschen so, ja, der Hängekandidat, Ballkandidat. Jetzt aber wieder der TFC-Schuss von Idee wird von Jessen noch zur Ecke abgefälscht. Jetzt mal komm. Kommt ja Push mit der Ecke. Gunnar spielt das Kopfmodell auf Kosten einer weiteren Ecke. Geht ja noch der Ausgleich. Komm, 74. Özcan pflückt die Ecke aber gefährlich. Gefällig angestellte Ecke trotzdem sicher runter. Oh, Berg wird von Julian gefault. Gute Freistoßposition für den FCI. Und das ist das 2:0. Das war's. Die Vorentscheidung hier. Chris Berg, erstes Saisontor mit dem Freistoß. Kurzer Anlauf. Er hebt den Ball schön über die Mauer und trifft unerreichbar für Kevin Müller fast in den Winkel. Eigler nutzt einen Ausrutscher von Kirch, um in den 16er zu ziehen, doch anstatt den Torschuss zu suchen, flaggt er in die Mitte. Jetzt nochmal Chemnitz, 83. mit dem Anschlusstreffer nochmal. Durch Kolja Pusch, sein vierter Treffer in die Saison. Vorlage von Afane, der nämlich kriegt noch einen langen Ball von Kolja Pusch. Der problemlos Alfredo Morales. Ein langer Ball von, achso, er erwischt Pusch, der lässt Morales aussteigen und kommt vor schon ran. So, und jetzt mal voller Angriff. Letzten 5 Minuten, Leute, kommt. Geht da noch was? Holen wir nochmal durch einen guten Endspurt hier den Ausgleich, den Punkt, der wichtig für die Moralfieber wäre. Pascal Groß kommt rein für Tamás Scheinal. Kohlen bricht seinen Angriff ab und spielt den Ball erstmal wieder sehen ruhig zu Özcan zurück. Die Sekunden verstreichen. Ah, bitter natürlich. Ganz, ganz bitter. 2 Minuten Nachspielzeit. Kommen unsere Chemnitzer noch vorne oder fahren wir die dritte 1:2 Pleite in Serie 1, so ist es. Zum dritten Mal verlieren wir knapp mit 1:2. Heute aber wirklich verdient. Aber ich glaube auch die letzten Male war es auch verdient. Also das ist richtig bitter. Wir sind momentan doch in einer Mini-Krise. Jetzt kann man wirklich langsam davon sprechen, leider. Und ja, damit Auf- und Abstieg nichts zu tun. Aber trotzdem, die 40-Punkte-Marke sollte das Ziel sein. Weiterhin sind es 7 Punkte. Es wird ja ein bisschen eng. Wir kommen, glaube ich, langsam an in der zweiten Bundesliga. Ja, Leute, dritte Pleite in Folge, 2:1 verloren beim FC Ingolstadt. Die sind jetzt 7 Punkte vor uns. Alfredo Morales, bester Mann gewesen bei denen.
der Innenverteidiger, 23 Jahre jung, von US-Amerikaner, kam von Hertha BSC. Kein schlechter auf jeden Fall. Vertrag bis 2017 dort noch. Bei uns heute ja Marc Hensel eingewechselt und ausgewechselt worden, nur mit Note 4,5. Auch er zeigt so momentan, viel geht bei ihm nicht möglich, was Zweitligatauglichkeit angeht. Deswegen müssen wir schon aufpassen. Jetzt Kolja Puschow, wie war noch bester Mann bei uns gewesen. Mit Note 2,0. Stärke 70. Momentan 4 Tore, 3 Vorlagen. Auch nicht so seine überragende Saison. Er kommt hier in der zweiten Liga gerade mal an. Trotzdem ein sehr wertvoller Spieler natürlich für uns. Rosberg heute eine Chance, eine Pause bekommen. Tom Scheffel hat man noch mit dabei. Ja, aber wie gesagt, letztendlich war es nicht toll. Ach, Fahne mit einer Torvorlage mal wieder. Seine dritte in dieser Saison. Schauen wir mal auf die Statistiken. Knapp 1000 Chemnitzer wieder mitgereist. 46% Ballbesitz am Ende nur. 5 zu 7 Ecken. 6 Chancen hatten wir immerhin, aber es waren, glaube ich, keine wirklichen Chancen. Weiß nicht, was sie als Chancen gewertet haben da. Ist ein bisschen merkwürdig. Ja, wie gesagt, die dritte Niederlage in Folge. Seit 4 Spielen ohne Sieg. Der letzte Sieg datiert noch aus dem vergangenen Jahr. Da haben wir Paderborn mit 4 zu 0 weggeschossen. Gucken wir auf die Ergebnisse. Lautern schlägt Heidenheim mit 1 zu 0. Augsburg führt 2 zu 1. Union Berlin gegen Eintracht Braunschweig 1 zu 2. Ingolstadt gegen Chemnitz 2 zu 1. Sandhausen, Bochum 1 zu 2. Aalen gegen Dresden 0 zu 3. 60 München gegen Bielefeld 3 zu 3. Paderborn gegen Aue 3 zu 2 und Frankfurt gegen Köln 0 zu 2. Also da oben, ja, Köln und, Augsburg und Lautern streiten sich so ein bisschen um den ersten Rang. Lautern momentan 3 Punkte vor, dahinter denn mit Außenseiterchancen noch auf den direkten Aufstiegsplatz auf jeden Fall. Was heißt Außenseiterchancen? Sie sind noch voll drin. 6 Punkte Rückstand momentan halt nur auf Platz 1. Da geht auf jeden Fall auch noch was für die Kölner. Dahinter aber ganz knapp Dresden. Und die mit einem 3-0-Sieg gegen Aalen. Die wollen noch hoch natürlich, die Dynamos. Dahinter Bochum auch noch so, lauert so ein bisschen in Schlagdistanz. Dann 60, Ingolstadt, ja, die beiden sind so die ganz großen Außenseiter. Da müsste viel passieren, dass was geht. Und dann kommen wir auf Platz 8 schon mit 7 Punkten Rückstand. Hinter uns sitzt ein bisschen enger. Und dann in den Abstiegskampf, damit haben wir rein gar nichts zu tun. Da sind noch, ja, 15 Punkte gut. Schauen wir auf die Stimmen des Spieltags. Was sagt Trainer Ralf Hasenhüttl, des Trainer des FC Ingolstadt? Wir haben lange gebraucht, um gut ins Spiel zu kommen. Unter dem Strich war es ein tolles Spiel, weil beide Mannschaften nach vorne gespielt haben. Es wäre einfacher für uns gewesen, wenn wir nach dem zweiten Tor nicht die Vorentscheidung verpasst hätten. Obwohl ich eigentlich schon sagen wollte, das zweite Tor war die Vorentscheidung. Dass wir dann nochmal dann plötzlich mit dem Anschlusstreffer herkommen, hätte ich nie gerechnet. Ich habe gehofft, dass sie in der zweiten Halbzeit etwas müder werden. Das war aber nicht so. Ja gut, das habe ich eigentlich nicht gehofft. Wir müssen auf uns schauen und nicht auf die anderen. Sofian Benjamina von Dynamo Dresden in der Elf des Tages. Ansonsten natürlich hat es keiner von uns verdient gehabt momentan. Wir gehen weiter. Im Wochenverlauf treffen wir jetzt zu Hause auf die Münchner Löwen. Natürlich auch bitter für uns heute, dass sich Stafelidis früh verletzt hat in der Partie. So, Stafelidis fällt aus. Schauen wir mal nach, wie lange. 8 Tage, also wahrscheinlich wird das Spiel für 60 für ihn zu früh kommen. Hector auch noch. Scouting abgeschlossen für Georgios Raptis. Und der ist nicht schlecht. Von Zwickau. Jetzt sollten wir ihn mal zu uns holen. Vertragsverhandlungen. In unsere Jugendmannschaft. Kriegt er ein bisschen Handgeld dazu noch. 15.000 Euro Handgeld. Was natürlich auch schon ganz schön eine dicke Summe ist. So, Scout kehrt zurück. Tom Scheffel zurück in die Reserve. Aber hier mindestens einer des Scouts hat nichts zu tun. Ja, was haben wir hier so alles zu... Zum Scouten ist hier vielleicht irgendwas drin, irgendwas Interessantes. Eigentlich ja nicht. So, dann allgemeines Scouting, ein Spiel beobachten, eine Mannschaft beobachten. Auswählen. Ach Gott. Ja. Soll er was beobachten? Was denn zum Beispiel? Auf jeden Fall hier alle Mannschaften. Soll er mal die zweite Mannschaft beobachten? Das ist immer seine aktuelle Aufgabe. Und jo, gehen wir mal weiter. Paar sind wieder in die Jugendmannschaft zurückgekehrt, kein Wunder. So, Junghanner schreibt einen Vertrag, er verlängert um 3 Jahre. Sehr schön, unser Torwart der zweiten Mannschaft. Jan Buchner, Jürgen Schaub, na na na.
Gronkh erreicht alle Trainingsziele. Natürlich soll er weitermachen. Auf keine Freikampf Hauptsponsor. Ach, hör doch auf. Hör doch auf. Gucken wir mal auf den Sponsor, wenn wir da irgendwie drauf kommen. Was ist das hier nochmal? Vertrag läuft zum Saisonende aus. Ja. Das Beste wäre doch jetzt einfach, die Situation zu verlängern, ne? Vertrag verlängern. Forscher wird auf uns zukommen. Wir verlängern unseren Vertrag natürlich bei Chemnitz gerne. So, dann wollte ich auf die Sponsoren gucken. Guck mal hier. Verein Sponsoring. Freikarten für Liekenkorn. Wir bekommen... ja, 520 Freikarten. Da wollen sie glücklich sein mit. Nein, so, ich bin natürlich ein bisschen... ja, weiß ich nicht, was ich so sagen sollte. So, Vertragsverhandlungen mit... so, wie die Option wollen wir rausnehmen, hier, dass die eine Option haben. Unsere Forderung, die ist momentan sogar erfüllt, bis 2016, das wäre eine Verlängerung um 2 Jahre, genau. Finde ich auch gut. Wir gehen dann hier ein bisschen mit dem Gehalt runter. 260.000 gehen wir ins Gehalt rein, sodass wir aber unsere Option hier rauskriegen. So, verzichten sogar noch ein bisschen auf Gehalt, 250.000. Ja, kommt noch nichts. Na gut, gehen wir runter auf 235.000 Euro. Ach ja, gut. 220.000. Angebot will ich bei 235.000, naja. Jetzt haben wir die Prämie raus hier. Und dann können wir vielleicht auch noch ein bisschen pokern und hier wieder ein bisschen hochgehen. Ja, macht er auch mit. Gut, dann unterschreiben wir jetzt den neuen Vertrag. Unterschreiben wir unseren Vertrag beim CFC für 2 Jahre verlängert. Ja, TuS Gruppe soll interessiert sein. Wir haben unseren Vertrag mal verlängert, von daher. Ja, wir spielen gegen die Münchner Löwen. Dresden trifft hingegen auf Ingolstadt, das Topspiel des Spieltags. Da geht es nämlich um die Relegationsplätze und ob Ingolstadt da auch nochmal angreifen kann. Dann Bielefeld empfängt Augsburg und unser Chemnitzer, wie gesagt, die Münchner Löwen. Star für dieses Jahr, wohl, hat nicht gereicht für ihn. Müssen wir mal gucken, wen wir da aus der zweiten Mannschaft dann mitnehmen werden. Niklas Gronkh hier zum Beispiel. Werden wir in den Kader berufen heute, da müssen wir einen linken Verteidiger mit haben. Erste Mannschaft verschieben fürs nächste Spiel. Dafür haben wir die ja da, die zweite Mannschaft, dass wir immer uns austauschen können. So, und einer fehlt natürlich noch auf der Bank, oder lassen wir den Platz leer, glaube ich. Aber lassen wir Gronkh hier wirklich spielen heute. Wer kann denn hier noch spielen zum Beispiel? Kojapusch wäre da noch angebracht. Ich glaube, Kojapusch brauchen wir eher im Mittelfeld. Hm. Ja. Erste Bundesliga, wir sind wieder da. Nein, natürlich wir nicht. Das war ein Lied von den Kölner Fans. Oder probieren wir es mal aus heute. Kojapusch, Linksverteidiger und Stefan Prokop. Zurück in der Startelf, weil ich denke, es ist doch besser mit Schulze als Rechtsverteidiger und Kirch im defensiven Mittelfeld. Oh, die gehen noch ein bisschen offensiver und Kojapusch heute also mit der Aufgabe im rechten Mittelfeld. Auch als Linksverteidiger und im rechten Mittelfeld kommt Christian Mausberger in die Startelf zurück. Und einen holen wir dann noch aus der zweiten hoch, dass wir den Kader voll besetzt kriegen. Wen nehmen wir da zum Beispiel mit heute? Sebastian Hirsch nicht, nein, Aaron Wolf nicht, Georg Rittert. Georg Rittert haben wir jetzt heute. Erste Mannschaft verschieben fürs nächste Spiel. So, dann machen wir den doch natürlich hier mit rein. Haben die gar nicht gespielt heute doch, ne? Scoring abgeschlossen, Scoring abgeschlossen. Jungspiel Matthias Weingärtner. Aha. Reserve, wie ist es ausgegangen? 1:2 verloren, schade. Niklas Gronkh, bester Mann. Mannschaftsbustasche. Ach Gott, die Busfahrer haben bei der Fahrt mit dem Mannschaftsbus die Höhe einer Beführung falsch eingeschätzt. Oha. Raptis bleibt bei seinem Verein. Oha. Und Idrissou verlängert seinen Vertrag. Ah, ich denke, er sollte mit uns reden. Hallo? Er verlängert seinen Vertrag bei Lautern bis 2016. Dann ist er der auch für uns Geschichte. Den holen wir jetzt natürlich nicht. Aus dem Blickfeld entfernen. Und dann werden wir nochmal reinschauen hier auf den Transfermarkt. Was so ab nächster Saison angeboten wird. Spieler suchen, Suchkriterien. Natürlich mit Mindeststärke 65. Talent sollte auch ein bisschen haben.
nur realistisch logischerweise, Vertragsstatus weniger als ein Jahr. Und dann werden wir mal gucken, was hier noch so für uns angeboten werden. Laurent Courtois, na gut, von LA Galaxy, das brauchen wir nicht. Nivaldo, Barroso von FC Genua Reserve, 29 Jahre alt, bräuchten wir eigentlich auch nicht. Mal gucken, Sebastian Bartolini von A Tripolis. 1,89 groß, wurde überall gespielt, eigentlich nie wirklich bekannt gewesen. Oliver Barth spielt momentan beim Wolfsberger AC. Boris Vukcevic-Vertrag läuft aus bei der TSG Hoffenheim. Guck an. Aber er will natürlich eine Menge verdienen, das ist es ja. So, gut, dann werden wir mal gucken, Boris Vukcevic. Das wäre natürlich ein interessantes Ding. Wenn wir auf jeden Fall mal scouten. So. Und dann kommt auf jeden Fall mal ins Blickfeld. Boris Vukcevic wäre natürlich ein kleiner Gewinn für uns. Alexander Manninger, Jan Pollack, ebenfalls defensives Mittelfeld. 32 Jahre jung. Aber wir können uns ja ein paar erfahrene Recken holen. Ne? Also spielt er bei Wolfsburg. Momentan diese Saison nur 2 Einsätze. Verdient aber auch eine Menge. Steven Gerrardo. Stefan Reisinger, Benjamin Schaffer. Was haben wir sonst noch hier so? Mika Werinen von Helsinki, Daniel Birovka. Andrej Mijatovic als Innenverteidiger. Mhm. Für ein Jahr noch für uns, obwohl, das bringt nichts. Nein, er ist zu schwach. Christian Wettlow, Torwart, ja, 9 Torwart müssen wir uns wahrscheinlich auch bemühen. Daniel Chesser oder Dennis Chesser von Bayern München 2. Auch kein wirklich großes Talent, muss man sagen. Aber als Ergänzung. Als Ergänzung, ne? Also, weiß man ja nicht, ne? Linkes Mittelfeld vor allem. Ja, mal gucken, als Ergänzung können wir uns vielleicht mal um ihn bemühen. Oder Marcel Njeng, obwohl auch schon 31. So, der ist komplett gescoutet. Wollen wir uns mal ein gutes Gehalt, könnte ihn überzeugen. Nicht besonders begeistert. Maximal 2 Jahre. Geben wir noch den 2 Jahre. Oh, was ist das denn? Ey? So viel Gehalt kriegt er auf jeden Fall nicht. Wir gehen bei 140, gehen wir los. Handgeld vielleicht ein bisschen mehr. Für einige Male spielen. Wird langsam das Team herangeführt. Ganz kurz, so nehmen wir mal raus. Und ansonsten machen wir noch nicht groß etwas. Angebot unterbreiten erstmal für Dennis Chesser. Von Bayern 2. Und da würde ich sagen, war es erstmal für heute. Gehen wir das nächste Mal ins Spiel gegen 60. Haut rein, liebe Leute. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.